Unser Unterfangen ist so gut wie erledigt. Wir sind fast an der Wurzel dieser bösartigen Macht. Diese Prozedur hat aber auch ihre Risiken. Du musst jetzt alle deine Sinne beisammen haben, wenn du dich durchsetzen willst. Willkommen zu einer neuen Runde Rush of Blood, der Geisterbahn des Schreckens bei Trend17 TV. Schön, dass ihr wieder dabei seid und so kräftig immer den Like-Button gedrückt habt. Ganz lieben Dank nochmal dafür an alle, die das getan haben. Ich versuche mich heute nochmal an dieser Geisterbahn des Grauens. Wir versuchen nochmal den Endgegner hier heute ein wenig zu ärgern. Eine hässliche Hand her. Ja, dieser Endlevel hat wirklich in sich. Schon einige Let's Player gesehen, die daran verzweifelt sind, und ich kann es wirklich gut nachvollziehen. Ich habe mich hier ja auch schon ein paar Mal versucht. Das ganze Spiel ist wirklich richtig klasse gemacht und der Schluss ist ziemlich armselig, finde ich. Eigentlich schade. Man ist sofort tot, wenn man nicht diese doofen Lava-Berge trifft. Ja, ist schon wieder fast am Ende hier. So schnell kann man gar nicht nachladen. Jo, das war's schon wieder. Neue Runde, neues Glück. Der heftige Dog am Werk hier. Ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt die Maschinenpistolen bis zum Schluss aufheben. Man hat hier auch mit den Motion-Controllern keinerlei Vorteil. Das ist genauso schwierig. Ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht die Tasten mal abändere.
So, jetzt nehmen wir die. Okay. Jo, das war's schon wieder. Es ist wirklich sau schwierig. Aber ich kann euch beruhigen, es kommt wirklich nichts mehr danach. Also man fährt noch ein kleines Stück mit der Bahn und dann ist plötzlich das Spiel zu Ende. Ihr habt ja also nichts verpasst, sollte ich den Endgegner, das ist heute auch mein letzter Versuch. Das kann ich mal so sagen, dafür ist mir dann meine Zeit doch ein bisschen zu schade. Ich habe es jetzt nämlich schon ein paar Mal probiert hier. Und wenn das heute nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Dann ist es so. Es ist wie es ist. Okay, okay. Bin auch schon super sparsam mit der Munition. Ja, das war wieder zu spät. Jo. Wie gesagt, ich habe mir den Schluss schon angesehen bei anderen Kollegen und da kommt wirklich nichts mehr. Man fährt noch 2-3 Minuten mit dem Mobil hier durch die Gegend und dann ist das vorbei. Kommt plötzlich der Endscreen und dann ist das Spiel zu Ende. Also ihr seid sozusagen hier schon am Ende jetzt. Das ist ja der Endgegner und wenn man den dann geschafft hat, dann ist das Spiel eh vorbei. Deswegen habt ihr hier im Let's Play nichts verpasst. Boah, das war schon wieder super knapp. Ich bin, glaube ich, schon wieder super angeschlagen. So, jetzt kommt er wieder von unten. Ja, ich müsste noch auch wesentlich länger. Oh, das war knapp, das war knapp. Das war knapp. Fast geschafft. Ich war ein paar Mal schon fast davor, das zu schaffen. Es kommen noch 2-3 Mal, denn immer noch mal dieser lange Arm, wo dann diese schwachsinnigen Lavaberge rauskommen. Ja, bei dem Schluss, da hätten sie sich wirklich noch ein bisschen was. Sollte dann wohl schnell fertig werden, denke ich mal. Also das Spiel selber ist richtig geil. Und plötzlich ist es dann zu Ende. So, einmal hier, einmal hier. Okay, ich habe schon gespart wie verrückt mit der Munition. Da ist schon wieder alle auf der anderen Seite. Oh, ich habe schon geschossen. Die Trigger, die fallen ja fast ab. Also ich versuche es jetzt noch einmal und wenn es dann nicht klappt, dann tut es mir leid, Freunde, dann ist es so. Ich habe hier wirklich alles versucht. Ich bin also keiner, der hier schnell aufgibt. Ich habe es wirklich
Oh, ich weiß nicht, wie oft ich das hier probiert habe. Bestimmt 20, 25 Mal habe ich das bestimmt probiert, wenn nicht sogar noch öfter. Aber es hat dann nicht sollen sein. So, hier wieder. Mann, ich geh doch da rauf. Okay, jetzt habe ich beide noch einen Augenblick. Also, das geht nur mit Maschinengewehr. Es ist nicht... Gut, einmal versuchen wir jetzt noch. Einmal noch. Einmal versuchen wir noch. Das Spiel hat wirklich richtig Bock gemacht. Es ist eines der besten VR-Spiele, finde ich. Also bei mir ja. Könnt ihr gerne mal schauen in meinen Videos. Hat es Platz, ich glaube sogar Platz 1 gemacht. Bei den VR-Spielen, die besten VR-Spiele. Nee, das war ja Resident Evil Platz 1. Aber dann war es Platz 2 oder 3, ja. Also es ist auf jeden Fall ziemlich weit vorne in meinem Ranking. Bis auf den Schluss. Da musste ich ein paar Punkte abziehen. Der Schluss ist echt armselig. Da hätte man mehr draus machen können. Einmal, komm, nun nimm da. Nee, es soll nicht sein. Okay, ihr Lieben, wir haben es nochmal versucht. Ich bedanke mich recht herzlich. Hier endet das Let's Play Rush of Blood. Ein richtig geiles Spiel von mir. Eine absolute Empfehlung. Ganz lieben Dank für euer Interesse und dass ihr dabei seid. Wenn ihr Bock habt, dann lasst einen Komment da oder einen Daumen. Bis zum nächsten Let's Play, ihr Lieben. Macht's gut und ciao.